Druiden, Hexen, Schamanen. Thor, weihe Midgards, weihe dieses Horn den guten Kräften. Anhänger nordgermanischer und keltischer Götter. Wir grüßen unsere geheilige Mutter Erde und alle Götter und Geister, die mit uns sind. Sie alle sind Teil der paganen Gemeinschaft. Neuheidentum wird die Bewegung auch genannt. Doch bei diesen Menschen handelt es sich, weiß Gott nicht, um Ungläubige. Hier wird vor allen Dingen eine Fruchtbarkeitsgottheit verehrt. Also man hat unterschiedliche Namen dafür. Der Ort heißt ja auch Blanke Helle, was dann zurückzuführen ist auf die Göttin Hel. Das ist im germanischen Glauben die Herrin der Unterwelt. Was wir gerade gemacht haben, war halt ein kleines Ritual. Zwischen 2.000 und 3.000 Heiden gibt es derzeit in Berlin. Tendenz steigend. Was alle Heiden vereinigt, ist die Verbundenheit zur Natur. Wie man seinen Glauben aber nun genau lebt, da sucht sich jeder seinen eigenen magischen Weg. Ich bin Lisa, ich bin Historikerin, ich habe Mittelaltergeschichte studiert. Ich bin eine Großstadthexe und ich stecke mitten in der Ausbildung zur Druidin. Der Weg, den ich gehe mit dem Obert, das ist der Orden der Barden, Ovaten und Druiden, ist ein spirituell philosophischer Pfad. Uns ist keine Glaubensrichtung vorgeschrieben. Ich lese was aus einem Buch vor, irgendeinen Spruch, und dann drücke ich die Augen fest zu und sage, ich möchte das bitte, mir geht es so schlecht, ich möchte jetzt eine Veränderung. Da kommt kein Feenstaub, da glitzert nichts, da sind keine Glocken im Hintergrund, die läuten, aber in mir drin fühle ich das. Und dann ist es manchmal wie Magie. Man hat diese Momente, wo man sich denkt, das kann ja nicht sein, das ist irgendwie magisch oder das ist wie verhext. Eine Weltanschauung, die von Anhängern der etablierten Mainstream-Religionen oft nicht ernst genommen wird. Das ist so ein bisschen dieses Vorurteil, dass das als esoterische Spinnerei abgetan wird und es selbstverständlich ist in einem christlichen Gottesdienst, das ist das Blut Gottes, zu sagen. Das ist eine Symbolhandlung, genau wie Magie eine Symbolhandlung ist. Und es ist beides gleich rational oder irrational. In der Öffentlichkeit begegnet man der heidnischen Gemeinschaft selten. Man trifft sich im Privaten, auf eigenen Festen oder Veranstaltungen. Oder man geht zu Bianca in Phoebes Hexenstube, Ladengeschäft und Treffpunkt zugleich. Auch sie gehört dem Druidentum an, einer eigenen Religion mit Mutter Natur als oberster Gottheit. Also ich bin keine Frau mit langen weißen Haaren und weißem Bart. Nein, ich folge im Endeffekt einer Naturreligion, Naturspiritualität, dem Druidentum. Ich habe mich durchaus fürs Christentum interessiert. Ich habe auch die Bibel ganz häufig gelesen. War irgendwann 12, 13 und mir fehlte einfach was. Mir fehlte so dieser weibliche Aspekt in allem und bin dann irgendwann auf die ersten Hexenbücher gestoßen und bin dann diesen Weg immer weitergegangen bis heute.